heute unterhalten wir uns praktisch über Corona. Und das Thema, das beschäftigt und betrifft ja auch praktisch jeden, auch in Deutschland. Und da haben wir auch einige Fragen gesammelt zur Maskenpflicht. Und da gibt es auch noch andere Fragen, die ich dann auch gleich noch stellen werde. Und da ist es einfach gut, wenn man sich praktisch mit einem unterhält, der sich damit auskennt. Das ist in diesem Falle also die Melanie Hummel, ne, von der Staatsministerin im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Und da möchte ich Sie erstmal begrüßen. Hallo und schön, dass Sie Zeit haben und dass Sie hier mit dabei sind auf jeden Fall. Hallo, grüß Gott. Ich freue mich auch total. Sie sind ja jetzt praktisch auch in der ganzen Sache involviert. Ich habe auch schon ein bisschen gehört, Sie sind auch zurzeit viel gefragt und auch viel unterwegs, viel Stress natürlich auch in der aktuellen Zeit. Ich finde es auch wichtig, dass die Jugend auch ein bisschen auch aufgeklärt wird, weil ich glaube, aus meiner Sicht ist es so, dass es halt einfach bei vielen noch nicht so richtig angekommen ist, auch trotz diesen ganzen Sachen, dass es auf die leichte Schulter genommen wird und natürlich auch gerade aktuell Lockerungen sind und dass alles ein bisschen jetzt vielleicht easy ist, aber es kann natürlich auch wieder sein, dass irgendwann mal wieder auch alles zugemacht wird, wenn die Zahlen wieder steigen, und da können wir einfach nur alle an einen Strang ziehen und vielleicht auch miteinander praktisch halt einfach helfen, indem man auch die Masken trägt zum Beispiel. Deutschlandweit gibt es ja jetzt Lockerungen, und jetzt ist die Frage, die sich vielleicht auch einer oder andere stellt, braucht man wirklich diese Masken? Ist es wirklich wichtig, und was ist so wichtig an den Masken? Weil das ist vielleicht der ein oder andere, der möchte ich das vielleicht nochmal auch dieser Frage noch nahe bringen, und vielleicht können Sie uns da ein bisschen mehr aufklären. Also die Masken sind halt deshalb wichtig, weil so das Virus wird halt übertragen, vor allem auch, wenn man so zum Beispiel nah beieinander steht, wenn man miteinander spricht, wenn man niesen muss, wenn man husten muss. Und deswegen ist das Beste natürlich, man hält 1,5 Meter Abstand. So. Aber es gibt Situationen, da kann man das nicht. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass man dann in der U-Bahn eine Maske trägt, weil würde man selber dann niesen oder husten, wird das quasi durch die Mund-Nasen-Bedeckung eben abgehalten, dass sich dadurch niemanden anderes trägt. Mit meinen Aerosolen sozusagen und dann vor allem auch die anderen schütze. Und deswegen ist diese Mund-Nasen-Bedeckung, diese Maskenpflicht so wichtig, und zwar eben immer da, wo ich eben nicht sicher sein kann, dass ich Abstand halte. Oder wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen bin, ich stehe vorm Regal und irgendjemand sucht auch was und kommt mir halt viel näher als diese 1,5 Meter Abstand. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, auch da, wo ich einkaufen gehe, bitte Maske aufsetzen. Ich brauche sie jetzt nicht, wenn ich irgendwo ganz normal spazieren gehe mit genügend Abstand. Da muss ich sie jetzt nicht tragen. Oder wenn ich allein auf dem Fahrrad fahre oder so, dann ist es auch nicht notwendig. Aber halt immer da, wo dieser 1,5 Meter Abstand nicht gewahrt sein kann. Also zum Beispiel eben im Bus, Bahn und auch eben beim Einkaufen. Aber ich denke mal, der ein oder andere hat es auch eventuell verstanden. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu Verwirrung gekommen, glaube ich, vielleicht bei den ein oder anderen, weil am Anfang war das noch gar nicht so gewesen, diese Maskenpflicht. Da hat sich der ein oder andere vielleicht auch gefragt, warum das, sage ich mal, so spät zum Thema gekommen ist, warum man sich das schon eher gemacht hat mit den Masken. Und weil man vielleicht auch der ein oder andere sagte, am Anfang wusste man ja vielleicht nicht genau, was, wie wird der Virus auch noch übertragen. Jetzt ist es dann halt natürlich auch, wie man jetzt weiß, auch über einfach kommen, weil dass man sich auch gegenseitig ein bisschen, sag ich jetzt mal, anspuckt, weil man halt einfach eine feuchte Aussprache hat eventuell. Und das glaube ich, hat sich der ein oder andere auch gefragt, warum das denn auch jetzt erst praktisch zum Thema wurde, warum man so spät praktisch gehandelt hat. Deswegen denkt da vielleicht der ein oder andere, das ist doch dann Schwachsinn. Wissen Sie, was ich meine so? Aber es ist ja am Ende des Tages kein Schwachsinn. Der hat sich, glaube ich, nur ein bisschen schlauer gemacht am Ende des Tages, weil es halt einfach noch alles so frisch war am Anfang, ne? Naja, man muss sagen, am Anfang war es so gewesen, dass wir ja immer gesagt haben, dieser 1,5 Meter Abstand ist wichtig. Und was wir auch schon immer gesagt haben, wenn ich niesen muss oder husten muss, ich weiß nicht, Sie kennen das genau, niesen in die Ellenbeuge. Das machen übrigens Kinder im Kindergarten super, weil das die von den Erzieherinnen so gezeigt bekommen. Da sind die zum Teil viel besser als wir Erwachsenen. Also wenn ich unseren 4-Jährigen sehe, der macht das super. Der hat gesagt, Mama, nicht die Hand nehmen, sondern bitte Ellenbeuge. Und deswegen haben wir das schon immer eigentlich gesagt, darauf achten, dass man nicht das Gegenüber anniest, anhustet. Und das ist quasi das, was wir jetzt mit der Maske noch viel, viel besser machen können. Und am Anfang war immer so die Frage, wenn man die dann runternimmt und innen anfasst und ist das kompliziert und so. Und ich glaube, es ist einfach dieser Schutz trotzdem wichtig, weil man jetzt auch nicht immer dran denkt. Und auch beim Sprechen ist eben doch auch möglicherweise dazu kommen kann, feuchte Aussprache ist uns angesprochen und so weiter. Und dann ist es halt nicht nur das Niesen und das Husten, und deswegen ist die Maske oder diese Bedeckung dann einfach sinnvoll. Und klar entwickelt sich das eine oder andere auch, wo man vielleicht am Anfang denkt, ja, muss das jetzt sein oder nicht? Und wir haben ja auch eine ganze Zeit lang gesagt, dass die Menschen Ausgangsbeschränkungen haben. Da haben sie sich ja eigentlich eben, sind sie sich seltener in der U-Bahn begegnet, weil man durfte ja nur zur Arbeit und zum Essen einkaufen nach draußen gehen. Ja. Also waren schon viel, viel weniger draußen. Jetzt sind wieder viel mehr draußen.
Also muss ich jetzt vielleicht wieder eine andere Maßnahme ergreifen. Das stimmt auch einfach, ganz einfach gesagt. Was ich interessant finde auf jeden Fall bei dieser Ausgangssperre, wo wir halt einfach alle zu Hause waren auch, nur mal so am Rande, der Umwelt hat es ganz gut getan, muss ich sagen. Also da hat sich auf jeden Fall einiges erholt. In Venedig wieder blaues Wasser, Delfine schwimmen wieder ran und sowas. Also da kann man auch sehen, es hat auch seine, in der Hinsicht auf jeden Fall Vorteile, was ich gut finde auf jeden Fall, weil es auch die Umwelt, ne? Wir leben ja alle auf diesem Planeten. Ja, ich glaube, damit haben wir auch schon die zweite Frage hier, die hier steht, beantwortet. Wieso muss man eigentlich die Maske tragen? Das haben wir ja ganz klar schon praktisch alles erklärt. Und ich kenne es so, zum Beispiel in Japan trägt man das aus Respekt. Wenn man selbst erkältet ist, trägt man eine Maske, wenn man rausgeht, damit man den anderen nicht irgendwie gefährdet oder sonst was. Man kennt es ja nicht, wenn man, es reicht ja nur ein Gespräch. Hier entstehen ja trotzdem auch Übertragung kann ja auch passieren, deswegen, also warum nicht? Und, Und vor allem, was vielleicht auch noch wichtig ist, es ist ja häufig so, dass derjenige gar noch nicht weiß, dass er vielleicht das Coronavirus hat. Vielleicht geht es ihm auch ganz gut und er denkt, ich habe ja nur eine normale Erkältung, ein bisschen Schnupfen, aber für jemanden anders ist es vielleicht trotzdem gefährlich, den er ansteckt, wenn der vielleicht Vorerkrankung hat, ein älterer Mensch ist, und deswegen ist es auch so wichtig, weil eben die Krankheit auch so ist, dass es bei dem einen oder anderen ganz milde verläuft, dass der kaum was merkt, aber trotzdem schon jemand anstecken könnte. Also da denken viele einfach noch egoistisch und nur an sich eventuell, weil sie denken, ja, mir geht's ja gut und so, aber es wurde auch im Fernsehen schon eine Studie gemacht, da haben sie immer Schnelltests gemacht bei Leuten und da hatten einige sogar schon Corona gehabt, haben das noch nicht mal gemerkt und haben schon Antikörper gebildet zum Beispiel, ne? Man muss es ja noch nicht mal irgendwie merken. Aber trotzdem kannst du den einen oder anderen treffen, der dann einfach dann dadurch erkrankt und dann eventuell auch im schlimmsten Fall daran stirbt. Und das ist ja auch nicht gleich mal, das muss ja auch nicht sein so. Ein bisschen halt mehr Empathie haben. deswegen eine Frage vielleicht doch an dieser Stelle zu den Masken da. Wie lange kann man die ungefähr so benutzen, verwenden? Kann man sie wieder verwenden? Muss man die, jetzt wenn man sie einmal getragen hat, muss man die wieder wegschmeißen? Oder kann man Masken länger tragen? Kann man eigene Masken haben? Weil man denkt vielleicht so, man weiß ja nicht, so keine Ahnung. Da ist, glaube ich, auch noch so eine Frage, wie man die am besten benutzt und verwendet sozusagen. Also es ist ja im Grunde genommen so, dass wir gesagt haben, dass vor allem so die Bevölkerung am besten ja zum Teil diese Masken selber sich gestaltet hat oder die gibt es jetzt zu kaufen, auch aus so Baumwolle und die können ja zum Beispiel auch gewaschen werden. Also die, das ist, glaube ich, ganz, ganz praktisch und die kann man dann, sage ich jetzt mal, so 3-4 Stunden gut tragen. Man muss halt immer aufpassen, das merkt man ja selber, wenn die schon nass sind und so, dann, dass das auch selber keinen Spaß macht, die noch drauf zu haben. Ich glaube, das ist ganz klar und die sollte man dann halt so bei über 60 Grad entsprechend waschen. Und dann gibt es andere, das sind so diese normaleren OP-Masken, sage ich jetzt mal. Die sieht man auch im Moment relativ häufig. Die sind natürlich an und für sich eigentlich am besten fürs medizinische Personal gedacht, die sie da brauchen. Aber wenn man trotzdem eine hat, das sind mehr so Einmalmasken, sage ich jetzt mal. Ich meine, die kann man schon mal auch nochmal wiederverwenden, aber dann muss man schon aufpassen, dass man eben nicht gerade innen ran greift, wo man ja die ganze Zeit rangeatmet hat, sondern halt beim An- und Aufsetzen auch aufpasst, dass man das nicht so hin und her vertauscht. ich habe es auch gesehen, zum Beispiel beim FC Bayern, die Fans haben ja auch eigene Masken gemacht vom FC Bayern zum Beispiel dran und sowas, also kann man ja selbst gestalten, wie man zum Beispiel möchte sozusagen, ist auch eigentlich ganz cool. Andere Stars zum Beispiel verkaufen dann auch von ihren eigenen Masken was zum Beispiel, also man kann damit trotzdem auch, sag ich mal, trendig und cool sein, wenn man zum Beispiel sich normale Masken tragen möchte und zum Beispiel auch das dann näher bringen der Jugend so zum Beispiel, nee, möchte ich nicht tragen, dass man dann eventuell sagt, nee, da kannst du ja auch coole Masken tragen, dann ist das, glaube ich, ein bisschen attraktiver, damit sie auch tragen. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel, ich komme ja aus Oberfranken und ich habe so eine Oberfrankenmaske bekommen, das Oberfranken-Logo. Der Markus Söder trägt am liebsten im Moment die weiß-blaue, so im Rautenmuster. Also bist du halt, bitte? Da steht noch was drauf. Geht nur gemeinsam. Ah, okay, cool, ja. Ach, was noch wichtig ist, sollte jemand, ich sag jetzt mal, weil er Asthma hat, eine Allergie hat, eine Maske nicht tragen können, weil er darunter wirklich nicht atmen kann, dann ist es auch möglich, zumindest bei uns in Bayern, dass er sagen kann, dass er sich eine Bescheinigung vom Arzt geben lässt, dass er einfach wirklich unter dieser, dann ist es eine Ausnahme möglich. Also das muss man, glaube ich, nur noch wissen, weil da manche denken, ja, sie kippen doch um und sonst was, aber es sollte wirklich dann nur sein, wenn es medizinisch notwendig ist. Oder wenn jemand zum Beispiel, das war am Anfang auch die Frage an mich manchmal, wenn jemand zum Beispiel von den Lippen ablesen, weil er behindert ist. Weiter. Dann ist es natürlich auch möglich, dass man kurz mal die Maske abnimmt, damit der andere einen überhaupt verstehen kann. Also solche Sondersituationen, aber es sollten halt die wirklich Ausnahme im Kleinen sein und nicht für alle. Ja, okay, alles klar. Ja, also klar, wenn man halt zum Beispiel das mit Lippenlesen macht,
ist, glaube ich, dann kann man das ja. Es gibt ja immer trotzdem irgendwie auch immer noch einen Weg, sage ich mal, ne? Genau, und man kann auch mit den Augen flirten und braucht nicht unbedingt das ganze Gesicht dazu, obwohl das ganze Gesicht natürlich viel schöner ist. Ja, das stimmt. Die Frage kann man sich eigentlich fast schon selbst beantworten, aber trotzdem frage ich es nochmal, wie lange werden wir die Masken tragen müssen? Aber das ist ja auch ganz klar so, ne? Also ich glaube, da antworten Sie am besten. Also ehrlicherweise bin ich kein Hellseher und kann das an der Stelle noch nicht sagen. Also ich gehe davon aus, dass uns die Masken einfach wirklich noch einige Zeit, und zwar wirklich nicht Tage und Wochen, sondern eher noch ein bisschen länger begleiten werden. Aber wir tun im Moment immer alles, dass wir wirklich nachschauen, was ist noch notwendig, was können wir wieder erleichtern, wo können wir wieder mehr erlauben. Jetzt am 18. beginnt bei uns ja, dass man wieder in Biergärten gehen darf, danach wieder eine Woche später innen in die Gaststätten und so weiter. Und das ist so ein Schritt für Schritt eben Vorgang. Aber die Masken brauchen wir schon noch eine Zeit. Stelle ich mir schon ein bisschen schwierig vor. Also eingeschränkter ist man trotzdem. Ich finde es schön, dass man es das auch öffnet, zum Beispiel in Biergärten und sowas wieder. Aber stellt man sich schwierig vor, dass man dann mit Maske da sitzt auch trotzdem, oder? Oder ist es da ein bisschen anders zum Beispiel? Weil man möchte ja auch sein Bier trinken. Ich glaube, man kann es gar nicht genießen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger dann. Ich glaube, gibt es da eine gewisse auch eine Regel dafür, wie man das in Biergärten dann handelt? Klar, essen und trinken mit Maske geht natürlich nicht. Also sprich, das wäre ein bisschen schwierig. Also dann mache ich sie einfach runter. Aber wenn ich dann halt wieder gehe, setze ich sie entsprechend wieder auf oder überall da, wo ich Menschen näher begegnen könnte, wie wenn ich zur Toilette gehe oder so, setze ich sie halt bitte wieder auf. Aber dann am Tisch bin ich ohne. Und ich soll ja am Tisch auch mit den Menschen sitzen, mit denen ich ja sonst auch im Kontakt Kontiere. bin. Familie oder mit noch einer befreundeten Familie, das geht. Und wenn man da miteinander sich dann unterhalten will, dann geht es an dem Tisch, glaube ich, auch gut. Und vor allem Essen und Trinken ist dann auch gut möglich. Also ich glaube, so ein Tinder-Date wäre jetzt nicht das Beste für so eine Veranstaltung. Aber wir sitzen natürlich dann auch dann im Abstand von 1,50 Meter der anderen Person gegenüber, auch im Restaurant oder im Biergarten sozusagen, ne? Der Abstand wird auch dort eingehalten, sage ich mal, ne? Am Tisch ist es ja schon so, dass ich einen Nebenmann haben darf. Also gegenüber ist ja meistens der Tisch schon breit genug, dass ich Abstand etwas habe. Aber mein Nebenmann darf schon neben mir sitzen. Aber er darf eben, das ist so, haben wir uns so vorgestellt, der ist ja aus dem eigenen Hausstand, wie es so schön heißt, also von der Familie, mit denen ich ja eh sonst auch zusammen bin, oder eben aus einer Genau. befreundeten Familie. Gibt es eigentlich Supermasken? Also gibt's, also welche Maske ist die beste? Also kann man da irgendwie schon gucken, was ist wirklich angebracht für eine Maske zu tragen? Gibt es da Unterschiede? Oder sage ich, mit der Maske bin ich jetzt besonders sicher? Es gibt schon Unterschiede, und zwar, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, diese Alltagsmaske, das ist ja die sozusagen aus möglichst Baumwolle ist, und dann gibt es noch für die sage ich jetzt mal, mit Corona-Patienten arbeiten müssen im Krankenhaus, da gibt es eben die OP-Masken oder diese sogenannten FFP2-Masken heißen die. Die sind dann natürlich fürs medizinische Personal oder fürs Pflegepersonal in Seniorenheimen, wenn die Bewohner haben, die erkrankt sind und so weiter. Da ist es notwendig, weil die sind auch mit so einem, mit so einer, ja, die haben so eine Filterfunktion aus, auch. Also das heißt, da kann ich auch bei der Alltagsmaske ist es ja eher so, dass das, was ich sozusagen nach außen gebe, abgehalten wird. Also eigentlich ist es, ich schütze den anderen fast mehr als mich. Und bei der FFP2-Maske ist es so, dass ich auch einen guten Eigenschutz habe. Warum werden Masken eigentlich nicht von der öffentlichen Hand gestellt? Also das ist wie, warum werden die nicht also verteilt sozusagen oder keine Ahnung? Also muss man die ja schon gucken, dass man auch die Masken sich selbst besorgt sozusagen, ne? Das stimmt. Wir haben im Moment relativ viel damit zu tun gehabt, so Material herzuschaffen für Krankenhäuser und Altenheime. Das war schon ein ganz großer Akt, aber wir haben gesagt, bei diesen Alltagsmasken, die quasi, da gibt es ja auch so schöne Anleitungen überall, wie man sich die auch zum Teil selber herstellen kann mit Haar. Bändern und Gummibändern und was es da alles gibt, dass es da eigentlich schon möglich sein sollte, an so eine Maske ranzukommen oder sie eben, gibt ja auch viele, habe jetzt von vielen Damen auch gehört, bei Männern weniger, die sich auch wirklich hingesetzt haben und da selber das Nähen und Gestalten angefangen haben und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, echt ganz, ganz Unterschiedliches. Und was wir gemacht haben, ist allerdings so für die Schüler, die jetzt wieder in die Schule gehen, da haben wir denen haben wir ein paar zur Verfügung gestellt, so als Startpaket sozusagen für die Schule. Aber das waren auch nur so ein, zwei gewesen, die wir da mal zur Verfügung gestellt haben. Das sieht man auch gerade mal in Schulen.
Wie sitzt man dann in der Klasse? Wird die Klasse wahrscheinlich, die verkehrt ja jeden Tag, ne? Also da wird's, glaube ich, da sitzt man normal oder sitzt man auch mit Abständen da oder mit Masken? Also das sitzt man mit Abständen und da ist es so, dass wir gesagt haben, Weg zur Schule, Maske drauf. Wenn ich bis zum Klassenzimmer, sage ich jetzt mal, Maske an, im Klassenzimmer dann, wenn die Lehrerin sprechen muss, der Schüler antworten muss, dann ist es auf Dauer schon relativ anstrengend. Und wenn die ihre Abstände gut einhalten, dann ohne Maske und wenn sie dann halt mal zur Toilette gehen, wo sie dann wiederum sich treffen können, wenn sie auf dem Pausehof sind und dann doch ein bisschen näher beieinander stehen, weil so Abstand vielleicht ist auch nicht mal so schön, da eben die Maske drauf, aber im Klassenzimmer muss es nicht sein. Wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich aber sicherer oder so, kann er es vielleicht auch mal dran lassen. Aber im Grunde genommen im Klassenzimmer ohne und auf dem Flur und so weiter schon. Haben Sie da Informationen, ob sich die Schüler auch dran halten? Ich hoffe, ihr haltet euch dran. Also so mein Eindruck ist, dass das ganz gut funktioniert. Ich bin halt früher in der Schule vorbeigefahren, da hatte ich schon den Eindruck, dass die ganz, ganz ordentlich da hingekommen sind. Und also mein Eindruck ist ja, aber es braucht natürlich alles auch ein bisschen Anlauf. Da stehen die Eltern auch, sage ich mal, großen Vordergrund, dass sie auch darauf achten, sozusagen, ne? Und ich glaube, diese Generation, die gerade in dieser Zeit hier auch aufwächst, gerade, ich glaube auch, gesundheitstechnisch mit den Händen desinfizieren und mit der Hygiene. Ich glaube, dass nach dieser Zeit, wenn hoffentlich wieder alles bald normal wird irgendwie, dass man schon, glaube ich, dann auch in Zukunft mehr auch auf mehrere Sachen auch achtet, dass es halt auch Nachwehen hat, dass man auch aus dieser Zeit auch vielleicht sogar ein bisschen was mitbekommt, was lernt, wie man sich auch schützen kann und sollte mal nochmal so eine Situation kommen, dass man auch vorbereiteter ist. Jetzt die Frage an sich nochmal oder besser gesagt zusammenfassend, dass man es noch auf den Punkt bringt, genau. Wo genau, also was ist jetzt die Pflicht, wo genau ist Maskenpflicht und wo sie ist sie nicht, dass man das vielleicht nochmal ganz klar sagt, wo es auf jeden Fall die Maskenpflicht ist und wo man sie auf jeden Fall auch beruhigt abnehmen kann, sozusagen. Also bei uns in Bayern ist es so, ja, dass wir die Maskenpflicht haben, wenn ich im öffentlichen Personennahverkehr bin, also Bus, Bahn, U-Bahn und diese Dinge. Und wenn ich eben beim Einkaufen bin, also sprich im Grunde kann man es immer sich ganz gut merken, da wo ich näher als eineinhalb, wo ich den Abstand von 1,5 Meter nicht unbedingt einhalten kann. Oder wenn ich in die Gaststätte reingehe, dass ich es da eben auch schon habe, aber wenn ich am Tisch sitze, nicht. Also von daher immer dann Maskenpflicht, wo ich die 1,5 Meter nicht einhalten kann, ganz klar in öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen, beim Weg zur Schule, und eben quasi beim Weg zum Tisch in der Gaststätte. Und ich hätte noch eine Frage, dann haben wir das auf jeden Fall soweit, glaube ich, alles gut erklären können. Also Sie auf jeden Fall, Frau Hummel. Wir hatten jetzt schon das Thema in Gaststätten, wenn man essen und trinkt, kann man ja die Maske abnehmen, wenn man isst. Aber ich glaube, was auch die Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen herumlaufe oder von im Weg bin und mir Menschen jetzt zum Beispiel, was ich habe jetzt eine Cola an der Hand, stehe an der Bushaltestelle, kann ja schlecht mit der Maske jetzt das trinken oder nicht. Wie gehe ich da am besten vor? Gehe ich dann ein bisschen weiter noch auf Abstand oder mach kurz die Maske ab. Ich würde ein, zwei Schritte zur Seite gehen, Maske abnehmen und trinken, und halt immer gucken, wenn ich den Leuten näher komme, dass ich dann vielleicht auch lieber die Maske trage. Aber wenn ich jetzt so ganz normal in der Stadt laufe oder spazieren gehe, dann brauche ich natürlich keine Maske. Es sei denn, es ist ein ganz großes Gedränge, sage ich jetzt mal, dann natürlich schon wieder. Und ja, das war es eigentlich soweit mit den Fragen. Haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie sagen möchten oder was Sie vielleicht noch ansprechen möchten nochmal zu? Also ansonsten habe ich eigentlich soweit, glaube ich, auch alles auch mit verstanden. Gibt es da noch irgendwas, Frau Hummel? Also ich glaube einfach, es ist wichtig, dass wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben. Und je natürlicher wir damit umgehen, je mehr wir auch akzeptieren, dass es halt gewisse Regeln gibt, damit es gut klappt, damit eben die Zahlen nicht wieder, weiß Gott, wie nach oben gehen und wir Angst haben müssen, wenn wir an die Bilder von Italien oder sonst was denken. Deswegen geht es mir nicht darum, irgendwie totale Ängste zu schüren oder so, überhaupt nicht. Aber dass wir einfach alle ganz vernünftig miteinander umgehen und diese Regeln gut einhalten, Abstand halten, da wo es notwendig ist, Maske tragen oder Mund-Nasen-Bedeckung vornehmen, dann ist es echt ganz, ganz klasse und deswegen nochmal super, wenn möglichst alle mitmachen, verantwortungsvoll sind. Ich finde, die letzten Tage und Wochen hat es schon gut funktioniert und ich weiß auch, dass wir uns echt wieder freuen, wenn man sich einfach die Hand Ja. schütteln kann, in den Arm fallen kann, sich näher kommen darf, ohne irgendwie was dabei denken zu müssen oder so. Also das freut mich dann auch wieder, aber damit wir da gut hinkommen, müssen wir jetzt vernünftig sein und Das da stimmt. bitte ich einfach drum. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, das Gesundheitssystem, man muss mal die Zahlen sich angucken, also muss ich sagen, da ist in Deutschland hat schon wirklich ein stabiles Gesundheitssystem und
Das hat man sehr gemerkt, auf jeden Fall, dass da in Deutschland einiges richtig gelaufen ist und dass hier auch schnell geholfen werden kann, irgendwie auch. Ne? Wenn man die Zahlen sich anguckt, im Vergleich zu anderen Ländern, ist es auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall dankbar sein, so ein Gesundheitssystem zu haben. Und hoffen wir natürlich, dass es dann irgendwann wieder sich normalisiert. Und da, glaube ich, freuen wir uns alle auf diese Umarmung, dieses Tralala und dieses. Das ist ja schon echt eine Einschränkung, krass, wenn man wirklich rangeht an diese Materie. Ist schon wirklich, aber gut, müssen wir durch, ne, am Ende des Tages. Und es ist für uns alle auch neu. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir jetzt praktisch das, oder dass ich Sie interviewen durfte und dass Sie auch die Fragen nochmal deutlich gesagt haben. Wie gesagt, das Thema sollte man auf jeden Fall ernst nehmen, auch an jeden Einzelnen, dass man einfach wirklich drüber nachdenkt, fünfmal, ob ich jetzt das oder das mache. Man kann die Leute damit gefährden und ich finde es einfach wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, weil das, glaube ich, immer beim Letzten noch nicht richtig angekommen ist trotzdem. Man sieht es auch in vielen Verhaltensweisen trotzdem und da sollten wir wirklich alle an einen Strang ziehen, dass wir wieder in die Normalität können auf jeden Fall. Deswegen wollte ich auf jeden Fall Danke dazu sagen.